We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrer Weihnachtsausgabe des Primetime Magazins mit drei wunderbaren kleinen Geschenken für Sie. Erstens, Wayne Morris hat eine kleine weihnachtliche musikalische Überraschung und wir haben ein Video draus gemacht. Zweitens, Pfarrer Gerion Alter hat ein paar wunderbare Weihnachtsgedanken für uns. Und drittens, wir haben die Crew überrascht. Herrliche Bilder, gucken Sie mal. Ich habe Wayne Morris gefragt, ob wir nicht nochmal so eine schöne kleine musikalische Überraschung machen wollen. Und er hat sofort Ja gesagt und hatte die tolle Idee, zu Weihnachten was zu machen. Und dank Ihrer Hilfe ist wieder ein ganz tolles Video raus geworden. Gucken Sie mal. Ho, 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 Merry Christmas. Come on, Rudolph. Oh, and of course, the very great Mr. Wayne Morris. Come on, Wayne. Okay, Santa. Es ist Zeit für Love und Joy. Der ganzen Flotte sagt Ahoi. Wir wünschen euch ein ganz tollen Weihnachtsfest. Viel Geschenke, Tannenbaum. Santa's gonna come around and sing this message. 'Cause you're the best. Ho, 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 Merry Christmas. Und ein wunderschönes neues Jahr. Ho, 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 Merry Christmas. Love and peace to everyone, wherever you are. Ho, 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 ich wünsche euch ein schönes Fest. Apfel, Pflaume, schön gedort. Alles, was dazu gehört, wünschen werden wahr. Hey, look, oh, Rudolph ist da. Aida Stars, let's sing again. The boatsman, bis zum Kapitän. We all come together, yeah, wishing you. Ho, 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 Merry Christmas. Und ein wunderschönes neues Jahr. Ho, 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 Merry Christmas. Love and peace to everyone, wherever you are. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, Frohe Weihnachten. Come on, Rudolph. Und wenn Ihnen der Song auch genauso gut gefallen hat wie uns und wenn Sie unterm Weihnachtsbaum mit Wayne Morris singen wollen, dann laden Sie sich den Song runter. Und jetzt kommen wir zu Gerion Alter, unser Pfarrer, der jedes Jahr ja ein paar tolle Worte findet zur Weihnachtszeit. Dieses Mal, finde ich, ist es ihm besonders gut gelungen, weil er alles, was er sagt, bezieht er auf die Schifffahrt, auf die Reise, auf eine Unterbrechung des Alltags. Gucken Sie mal, ganz toll geworden. Endlich eine kleine Pause. Endlich mal die Beine hochlegen. Es ist etwas zutiefst Religiöses, wenn Sie eine Pause machen. Ja, selbst das Gläschen Bier oder Wein, das Sie sich jetzt vielleicht gerade gönnen, hat etwas mit Religion zu tun. Ich sehe Ihren ungläubigen Blick. Nun,
Die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung. Und was tun Sie gerade anderes, als sich unterbrechen zu lassen? Die Pause holt Sie aus Ihrer Arbeit heraus, Sie erholen sich, gönnen sich etwas Gutes. Für eine kurze Zeit ist einmal alles anders. Ihr Leben erfährt eine Unterbrechung, eine angenehme und wohltuende hoffentlich. Die Bibel ist voll von solchen Unterbrechungen. Abraham, Jakob, Josef, Mose, Elia, sie alle haben in ihrem Leben Unterbrechungen erlebt. Die schönste und größte Unterbrechung, von der die Bibel erzählt, feiern wir an Weihnachten. Gott selbst unterbricht uns, indem er Mensch wird. Er zeigt sich uns in einem kleinen neugeborenen Kind, auf das uns neu aufgeht, wer wir Menschen eigentlich sind und worauf es in unserem Leben ankommt. Ein kleines neugeborenes Kind braucht vor allem eines: Liebe. Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Echtheit, Nähe. Und das braucht es auch für ein gutes und erfülltes Erwachsenenleben. Daran erinnert uns das Weihnachtsfest, dass wir Menschen sind zuerst und vor allem, wenn wir lieben. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie das in diesen Tagen erfahren, dass Sie selbst ein geliebter Mensch sind und dass Sie fähig sind, andere Menschen zu lieben. Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Als ich noch beim Fernsehen gearbeitet habe, habe ich mich am meisten gefreut, wenn wir Überraschungssendungen produziert haben. Wenn Menschen keine Ahnung hatten und wurden aus dem Nichts raus überrascht und dann die Reaktionen einzufangen. Und genau das haben wir an Bord auch gemacht, mit Crewmitgliedern, die lange auf See sind und die Grüße von ihren Verwandten bekommen haben. Gucken Sie mal. Also der gute Florencio, den wir jetzt gerade mit dabei hatten, mit seinen besten Freunden, der hat natürlich gar keine Ahnung, worum es geht. Heute haben wir eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung für unseren Kollegen Dennis Bonbon. Good morning, Francisco. How are you? I'm fine, buddy. You're fine? Good. We have a little surprise for you. Take your seat. Merry Christmas and Happy New Year! Love you so much! Sa mabait, responsable, at sa pogi na Daddy Dennis sa buong world! Merry Christmas, advance! Happy New Year! Are, ang dalawa, mga ngaruling! God bless you always. And thank you for your support, all of us. And good luck. God help, God bless you. Love, Mama. Huwag kang tumawa. Photograph. Yun! Love you! Miss you! Ingat palagi! It's my whole life. I'm not here if without family. For me. I will see my loved ones in the Philippines, so thank you very much. Hopefully it was a surprise for you. Some special greetings. We all from the AIDA team wish you a Merry Christmas. And thank you so much for your good work. Die schönste Zeit des Jahres, wenn die ganze Familie zusammen ist. Und ehrlich gesagt ist auch die beste Zeit, um seinen nächsten Urlaub zu planen. Und da habe ich einen Tipp für Sie. Gucken Sie doch mal zusammen auf www.aida.de oder gehen Sie nach den Feiertagen in Ihr Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß!
Wir reisen zunächst von Montego Bay nach Samana, St. Martin und St. Kitts. Es geht weiter nach La Romana und Ocho Rios. Unsere Route führt uns nun zu den Maya-Pyramiden, nach Cozumel und Belize. Wir machen noch Halt in Grand Cayman und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Montego Bay. Jetzt wünscht Ihnen die ganze AIDA-Familie von Herzen schöne Weihnachten. Machen Sie es richtig gemütlich und genießen Sie jetzt noch mal ein paar Minuten die Bilder der Woche. Viel Spaß! I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I and may all your Christmases